Hallo liebes Publikum, HBK hier und ihr seht eine neue Folge von Let's Play Pikmin! Tag Nummer 12. In der letzten Folge haben wir im Zentrum des Waldes drei Teile geholt. Gut, das eine lag direkt vom Haus, aber das ist ja egal. Drei Teile sind drei Teile, sind drei Teile, sind drei Teile. Und in dieser Folge holen wir die letzten beiden verbleibenden Teile und werden damit diesen Wald abschließen. Deswegen werde ich als allererstes hier die ganzen Pikmin rauszupfen, damit ich die nicht vergesse. Das ist so ziemlich das Erste. Und hier haben wir auch ein paar Blumen-Pikmin. Was natürlich ziemlich cool ist. So müssen wir dann kein Nektar oder sowas aufbrauchen. Und blaue Pikmin brauchen wir heute, so komisch das klingt, keine. Wir brauchen ein paar gelbe und ein paar Bomben. Die haben wir aber da hinten in der Nähe, das ist kein Problem. Und wir brauchen viele, viele rote. Denn heute geht's an zwei Bossgegner. Und gelbe brauchen wir dabei gar nicht so viele. Ich glaube, drei würden sogar reichen. Ich nehme vorsichtshalber mal 6 gelbe mit. Ach, ich nehme 10. So. So viel brauchen wir gar nicht. Ich glaube, 3 würden reichen. Ich nehme mal 6 mit. Ach, nehmen wir 10. Ja, super. Super aufgedröselt und dich zweimal widerlegt, Herr HBK. Genau, da links für die Wand. Da brauchen wir... Dafür brauchen wir dann die gelben Pikmin. Ich hätte auch ein paar zu gelben Pikmin machen können, aber warum? Also hier, damit. Aber wozu, wüsste ich jetzt nicht. So, wir werden jetzt hier da nach oben gehen. Auch schon wieder, hier, da. Hier rum, darum, Levelstil. Wer viel redet, verkackt auch viel. So, dann haben wir hier jetzt ein paar Bombensteine. Oh! Ja, gelbe, könntet ihr bitte... Danke. Haben jetzt alle gelben Steine. Jep, offenbar. 10 Steine, sehr gut. Das sind sogar noch mehr. Das heißt, wir könnten sogar das schwarze Tor einfach kaputt machen. Nicht unter die Brücke. Immer vorsichtig sein mit sowas. So. Denn es gibt einen Bug, wenn man die... habe ich glaube ich schon gesagt, wenn man so eine komische... Brücke baut... Und dann allerdings einen Pikmin da drunter hat, dann stirbt der Pikmin einfach. So. Und noch einen. Gott, das könnte zeitlich knapp werden, dass die beiden überleben. Hier noch zwei, so. So, das haben wir auf jeden Fall geöffnet. So, das braucht auf jeden Fall mehr Steine. Boom. Und den einen noch. Dann kommt erstmal mit und holen wir noch ein paar Steine. Ich hoffe, die reichen. Ich hoffe, die Steine sind wirklich ausreichend da hinten. Und ja, ich weiß, dass es zeitmanagementmäßig vielleicht manchmal ein bisschen blöde ist, was ich hier mache. Aber so händle ich solche Spiele einfach mal. So, okay. Da waren noch Steine. Hier ist noch ein Stein. Ist da drin vielleicht noch einer? Ich glaube, mehr Steine finden wir hier nicht. Das sind jetzt nochmal 5. Das müsste aber auch reichen für das Schwarze. Dunkle, für die dunkle Mauer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war schon ein Drittel des Tages. Das könnte zeitlich vielleicht doch ein bisschen knapp werden. Gucken wir mal. Ich weiß dafür, dass ich das Tor hier eigentlich gar nicht öffnen wollte. Bin ich jetzt doch irgendwie darauf versessen, das zu machen. Düm, düm, düm. Sehr gut. So, dann kann man hier einfach rum... Und schneller hier rum. Und dann da hoch. So, dafür haben wir jetzt die gelben Pikmin fertig. Das ist gut. So. Und der Rest wird rote Pikmin sein. Alle weg. Alle weg. Gut. 100 rote Pikmin. Bitte, danke schön. Die anderen 6 stehen ja schon da vorne.
So, seid ihr alle Blumen? Und seid ihr bereit? Are you ready, kids? Aye, aye, Captain. I can't hear you. Oh, who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob SquarePants. Okay, jetzt Copyright Infringement incoming. Na gut, ich bin Let's Player. Gegen Copyright verstoßen tue ich sowieso jedes Mal, wenn ich irgendwas aufnehme. Jedenfalls so gut wie, sagen wir es mal so. Im Grunde ist es ja so. Man verstößt ja wirklich gegen Copyright. Man zeigt halt öffentlich das Spiel, was eigentlich nur für private Zwecke gedacht ist und so. So nach dem Motto. So. Das, als erstes werden wir uns diesem Ungetüm hier links antun. Oh Gott, da ist er. Komm zurück, komm zurück, komm zurück. So, der wird stampfen und wenn er dann seine Beine symmetrisch angeordnet hat, dann wird er einmal kurz mit dem Kopf runtergehen. Und dann muss man den so schnell wie möglich seine Pikmin an den Kopf werfen. Und dann natürlich zurückrufen, damit sie nicht zerstampft werden. Oh, das war eine ganze Menge. Das waren 4 Stück. Okay. Gut, das geht noch. Oh Gott, das war schlimm. Das waren 10. Immer schön die Pikmin aus der Gefahrenzone holen. Hängt da immer noch welche an seinem Kopf? Nee, ich habe 90 von 90. Nein! Nein! Oh, was? Macht doch mal das, was ich euch sage! Oh. Okay, ich habe schon 30 Pikmin verloren in diesem Kampf. Obwohl ich weiß, was zu tun ist. Mache ich mir hier gerade meine ganze Armee kaputt. So. Ja, wackel von mir aus weiter rum. Ist mir egal. So, stehen sie jetzt? Ja. Ja, 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 das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Oh Gott, nein. Oh Gott, da habe ich jetzt nochmal 5 verloren. 7, nicht 5. Und da habe ich den Wächtersatellit. Die unendlichen Weiten des Weltalls bergen so manche Gefahren. Dieser automatisierte Satellit schützt mich und mein Schiff. Nun kann ich nachts ruhiger schlafen, da ich weiß, dass mein kleiner Wächter wieder seinen Dienst nicht versieht. Okay, hier könnt ihr jetzt erstmal das Zeug nach Hause bringen. Ach, das war schlecht. Das war echt nicht gut. Oh, ich habe 37 Pikmin verloren. Hey, der Witzka. Das war nicht gut. Das war alles andere als gut. Selbst wenn man die Definition von gut umändern würde, würde das nicht gut sein. Ach, Hit. Aber für den nächsten Boss hole ich mir auch nochmal eine Menge Pikmin. Dann kann ich auch gleich mit Steinen und mit irgendwelchen Gräserbüscheln, die alle zu Blumen machen. So, da ist der Wächtersatellit. Da ist der Wächtersatellit. Wächtersatellit, er hat mich schon sehr oft vor Weltraumpiraten gewarnt. Ich habe 18 von 30 Teilen gefunden. Wenn ich nur noch 11 finden würde, könnte ich die Leistung meines Schiffes erhöhen. Oh nein, der eine ist da runtergefallen. Ich hab's gesehen. Der eine ist jetzt da unten. Ich will den nachher ehrlich gesagt nicht vergessen. Aber ich werde es auch nicht vergessen. Ich will nur nicht, dass da jetzt noch mehr runterfallen. So, oh, das war eine Menge. Das war eine ganze Menge. Das waren so ziemlich fast alle. Jetzt habe ich 99. Na klar, der eine, der steht noch da unten. So. Jetzt gehen wir noch einmal dort längst. Wo wir gerade eben lang gegangen sind. Okay, ein paar Blätter haben wir noch. Das ist aber kein Problem.
Ein paar Blood Pikmin sind nicht so verkehrt. Entschuldigung, wenn ich während des Daddy Longlegs Kampfes gerade ziemlich ruhig war. Mann, hört auf immer. Danke. In der Kante hängen zu bleiben. So. Ja, okay, dann gehen wir einfach direkt hier runter. So. Hier haben wir nämlich den nächsten Gegner. Da müssen wir aber aufpassen, denn der versprüht giftige Dämpfe. Und da dürfen die Pikmin nicht drunter sein. Wenn die da drunter sind, werden sie quasi zu Zombie-Pikmin und greifen die eigenen Gruppenmitglieder an. So, und jetzt alles drauf werfen, was man kann. Und hoffen, dass er umgekippt bleibt. Und damit haben wir schon den besiegt. Ich habe den Omega-Stabilisator gefunden, den Pilz. Er ist absolut notwendig, damit mein Schiff korrekt geradeaus fliegt. Der Stabilisator hat mich durch so manche kosmischen Stürme geleitet. Und er sieht absolut cool aus. Damit haben wir dieses Gebiet hier abgeschlossen. Dann kommt die wahre Herausforderung dieses Spiels. Und zwar die letzte Region und die hat's echt in sich, glaubt mir. So, ist hier hinten noch irgendwie was? Ich glaube nicht. Ich glaube, damit haben wir wirklich alles gemacht. Ich glaube, damit müsste wirklich alles geschafft sein. Wir können uns darauf konzentrieren, die Zahlen wieder nach oben zu packen. Die roten, also von den roten haben wir definitiv viel zu viele verloren. 204, 300, okay. Ja. Von den roten werden wir jetzt, mit den roten, so rum. Von den roten werden wir jetzt alles weitere erhöhen. Und das machen wir, indem wir einfach die ganzen Pellets und sowas hier überall einsammeln. Die so rumgeistern. Hm, 3/4 des Tages sind rum. Das ist gut. Beim 3/4 des Tages klingelt es doch. Ich weiß nicht, warum ich zwischenzeitlich gedacht hätte, es tut es nicht. So, dann nehmt euch schon mal die hier. Mache ich die hier schon mal kaputt. Warte. Rot, alles klar. Rot, rot, schön. Oh Gott. Dadurch, dass ich so viele verloren habe, sind die natürlich jetzt hier allein gepflanzt. Was ich natürlich eigentlich nicht unbedingt möchte. Und damit haben wir das letzte Teil in der Mitte des Waldes, im Zentrum des Waldes. Nabel des Waldes, wie auch immer. Gefunden, Omega-Stabilisator. Das ist das Seitenruder des Dolphins. Es sieht ein bisschen lädiert aus, aber es sollte funktionieren. Ich mache richtige Fortschritte bei der Reparatur des Schiffes. Ich werde sicher in der Lage sein zu fliegen, auch wenn ich noch nicht alle 30 Teile gefunden habe. Ich habe 19 von 30 Teilen gefunden. Wenn ich nur noch 10 finden würde, könnte ich die Leistung meines Schiffes erhöhen. Das sind genau die 10 im nächsten Gebiet. Das nächste Gebiet, wie gesagt, das wird mich allerdings einiges abverlangen. Weil das habe ich ehrlich gesagt noch nie wirklich richtig gespielt, richtig aktiv, weil ich hier schon immer Probleme hatte. Und wenn ich da gespielt habe, war ich immer ziemlich, ziemlich am Verkacken. Aber so weit habe ich das Spiel noch nie geschafft, besonders im 12. Tag, wie gesagt. Also meine andere Date war bei Tag 19 mit 16 Tagen, glaube ich, oder bei 16 Teilen mit 18 Tagen. Oder ich habe es in der ersten Folge, glaube ich, erwähnt. Ja. Wo ist der letzte? Der hängt da hinten irgendwo ab. So, erstmal werde ich jetzt die hier lassen. Wo ist er? Da hinten irgendwo. Ach, das ist der, der unten war. Okay. Ich habe gesagt, ich werde ihn nicht alleine lassen. Ich habe gesagt, ich vergesse ihn nicht. Ich habe nur vergessen, wo er war. So, hier haben wir Gras. Ja, mach. Olima. Da waren gerade wenige dran. Das war jetzt gerade nicht so gut. An dem Nektar. So, wir hatten aber hier noch so ein paar Steine. Zuerst mal können zwei daran. So, dann machen wir mal hier die Steine auf.
Gucken, was daraus kommt. Ob wir da hier ein bisschen Nektar finden. Na, macht schon. Kommt schon. Gib mir Nektar. Ich will Blumen, Pikmin. Seid ihr jetzt alles Blumen? Nee, ein Blatt ist da drin. Okay, das ist Steve. Steve? Du bist cool. Du bleibst ein Blatt. Er bleibt so hoffentlich kein unbeschriebenes Blatt. Wow, Luigi Number One. Okay, alles klar. 100 rote Pikmin haben wir jetzt. Und ja, sind wir einfach mal hier mit ein paar roten Pikmin, ein paar hundert, ne? So. Coole Sache. Ja, guckt euch das an, wie das aussieht. Rot ist sowieso die coolste Farbe. Mein Volk, guckt es euch an, all meine Untertanen. Ich habe heute so viele verloren. Es tut mir leid. So oder so werden jetzt erstmal die 100 nach Hause geschickt. Haben wir Zentrum des Waldes abgeschlossen, haben zwei Teile geholt. Das heißt, wir haben wieder mal einen Tag gut gemacht. Sind jetzt sieben Tage müssten wir jetzt im Vorsprung sein. Genau, 11 Teile brauchen wir noch. Das war Tag 12. Sind wir 23, sind 7 Tage, genau. Wir sind 7 Tage im Vorsprung, Leute, und haben das Zentrum des Waldes abgeschlossen. 12 Tage seit Absturz. Nun fehlen mir nur noch 11 Teile. Ob ich es wohl schaffe, diese in 18 Tagen zu finden? Sicherlich. Ich benötige nicht alle Teile. Sollte mein Schiff am Tag 30 nicht vollständig repariert sein, so bleibt mir nur trotzdem einen Start zu versuchen. Ich erinnere mich genau an den Tag, an dem ich mit meinem Sohn zum ersten Mal in diesem Schiff mitgenommen habe. Nochmal. Ich erinnere mich genau an den Tag, an dem ich meinen Sohn zum ersten Mal in diesem Schiff mitgenommen habe. Ich werde ihm von meinen Erlebnissen dieser Reise erzählen. Und ich werde heimfliegen. Ich stelle mir schon den interessierten Ausdruck in seinem Gesicht vor, wenn ich ihm alles über diese Pikmin erzähle. Und da haben wir es. 65 habe ich verloren. Und nur 49, wiedergeholt, quasi, also geplantet. Oh Gott! 65! Das war nicht gut. Aber dafür haben wir 19 Teile, uns fehlen noch 11, 18 Tage verbleibend. Speichern das Ganze einfach mal ab. Von den Teilen her sieht's gut aus, von den Pikmin habe ich mich echt nicht gerade super angestellt. Und damit haben wir sowohl die Absturzstelle, den Wald der Hoffnung, als auch das Zentrum des Waldes abgeschlossen. Und in der nächsten Folge werden wir die ferne Quelle besuchen. Aber das wäre es erstmal mit dieser Folge von Let's Play Pikmin. Dankeschön fürs Zusehen. Ich bin der HBK und sage an der Stelle einfach mal Tschüss. Bis dann.